Das macht doch absolut keinen Sinn. Ich habe erstmal dem Direktor Bescheid gegeben. Also brauchst du dir wirklich keine Sorgen zu machen. Das sagt sie so einfach. Natürlich werde ich mir Sorgen machen. Ich meine, ich werde in der Zukunft ein Dämonenkönig sein. Ich habe einiges in Geschichte über den Krieg gelernt, aber ist das denn wirklich ein Beruf, den man einfach so auslernen kann? Ja, egal, was du denkst, die Leute sehen dich in dieser Akademie als einen besonderen Fall. Da kannst du leider nichts dagegen machen. Oh, besonders? Manche selbstgerechte Personen werden vielleicht versuchen, dich zu töten. Oder legen dir lebensgefährliche Fallen. Und du wirst bestimmt diskriminiert. Es kann aber auch sein, dass du so lange geärgert wirst, bis du Selbstmord begehen möchtest. Das kommt in den meisten Fällen vor. Wieso redest du eigentlich so darüber, dass ich Selbstmord begehe oder getötet werde? Keine Sorge. Wenn du stirbst, hole ich dich einfach als einen Untoten zurück ins Leben. Ha? Es gäbe viele Probleme mit dem Menschenrecht, solange du lebst. Aber wenn du ein Untoter wärst, könnte ich dich nach Herzenslust untersuchen. Untersuchen? Naja, weißt du, die Möglichkeit, einen heranwachsenden Dämonenkönig zu untersuchen, ist etwas, über das noch in ferner Zukunft geredet wird. Es ist nicht so, als ob ich möchte, dass du stirbst. Keine Sorge. Aber falls du doch sterben willst, komm zu mir. Überleg es dir einfach. Oh Mann, sie ist wirklich eine Person, die das sagt, was sie denkt. Das ist dein Klassenzimmer. Ich werde deine Klassenlehrerin sein. Du wirst also wirklich meine Klassenlehrerin sein? Oh, habe ich das etwa nicht erwähnt? Doch, so ist es. Du kannst dich echt glücklich schätzen. Wer hat da bitte Glück? Oh, Klasse 1a. Klasse 1a durfte doch.